Sake. Kaum ein Getränk wird so sehr mit Japan assoziiert wie das. Aber was ist das eigentlich? Ein Wein? Ein Schnaps? Wir gehen der Sache heute mal auf den Grund mit einem japanischen Sake-Experten. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört und Kanpai. Brunch. Der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Sake, das ist oft fälschlich übersetzt mit Reiswein in Deutschland, aber tatsächlich ist Sake eigentlich gar kein Wein, aber auch kein Bier. Was ist Sake eigentlich genau und wie sollte man ihn richtig trinken? Darüber spreche ich heute mit einem Experten, der zur ProWein nach Düsseldorf gekommen ist. Hitoshi Utsunomiya, herzlich willkommen im Brunch Podcast. Welcome to the podcast. Ja, nice. Schön, to see Sie kennenzulernen. Hallo. Sie haben eine lange Reise hinter sich. Wo in Japan kommen Sie her? Ja, aus Tokio. Die Reise dauert 22 Stunden. 2 hours. So, a long trip. When you come over here, what do you find? Was wissen die Deutschen über Sake? In Europa ist Sake nicht sehr beliebt. Die Menschen glauben, dass Sake eine Spirituose wäre, also sehr viel Alkohol enthalten würde und viel zu stark sei. Very high alcohol content or too strong drinks. That's what people think. Aber das stimmt nicht, oder? Yeah. So Japanese people. Früher haben die Japaner immer nur ein kleines Schälchen Sake getrunken. Europäer haben das in alten Filmen gesehen und angenommen, dass in den Schälchen starker Schnaps sein muss. Tokyo Stories. So they are very high alcohol content drinks. So he drank and too much. Sie haben gedacht, er sei wie Whisky mit 40 Volumenprozent oder so ähnlich. Aber normalerweise hat Sake zwischen 15 und 20 Prozent, richtig? Meistens so zwischen 13 und 17 Prozent. Right. Also ist er eher mit Wein aus Traubensaft gleichzusetzen. Aber er ist natürlich kein Wein. But obviously it's not a wine. Ja. Richtig. Sake wird aus Reis, Wasser und Koji gemacht. Okay, let's get into that. It's really interesting. Wie genau wird Sake hergestellt? Fangen wir beim Reis an. Start with rice and we first. Der Reis wird poliert, 30 bis 50 Prozent des Reiskorns werden dabei entfernt, sodass am Ende zwischen 50 und 70 Prozent des Reises übrig bleiben. 30% off or 50% off. So most of the rice, viel vom Reiskorn wird also entfernt. Was bleibt übrig? Ja. And what is left? Left we use. Just the nur der Mittelteil, der innere Kern. Obviously the stuff that gets polished away. Der Rest wird als Reismehl verkauft. Yeah. Was dann? And what do you do with the rice then? Der Reis wird gewaschen, eingeweicht und gedämpft. Okay. Einen Teil des gedämpften Reises benutzen wir, um Koji herzustellen. We make Koji. Mm-hmm. Koji ist sowas wie Hefe. I think it's not a yeast. Eher sowas wie Schimmelpilz. Das Wort habe ich gesucht. Okay. Koji ist sehr wichtig in der japanischen Küche. Man infiziert Sojabohnen damit, um Sojasauce herzustellen. On soybeans to make Soy sauce. Und Miso natürlich. Sehr wichtig für japanische Küche. Man könnte nicht ohne kochen. Aber man benutzt Koji eben auch in der Sake-Herstellung. An den Gedanken muss man sich vielleicht erst gewöhnen. Fermentation ist ja ein Schritt in jeglicher Alkoholproduktion. Aber dass man einen Schimmelpilz verwendet, um Reis zu vergären, das ist für den einen oder anderen vielleicht ein komischer Gedanke. Was passiert, wenn man den Koji mit dem Reis mischt? But for it to be a mold that infects, so to speak, the rice. Yeah. That might be something that people have to get used to first, the thought of it, right? And what happens after the rice is mixed with the koji? Koji combat starch. Koji bricht die Stärken und Proteine im Reis in Aminosäuren und Zucker auf. Der Zucker wird dann von Hefe in Alkohol verwandelt. Alcohol by yeast. Mm-hmm. Yes. So you also add yeast. And man fügt also Hefe hinzu. Okay. And when I hear... Wenn ich Aminosäure höre, denke ich auch sofort an Aromen, Umami zum Beispiel. Umami, for instance, is an amino acid. So Sojasauce und Miso stecken ja voller Umami, weil sie viele Aminosäuren aus pflanzlichen Eiweißen enthalten. The component is almost amino acids from plant-based proteins. Yes, and Sake hat auch viele Umami-Noten.
Aber ich habe auch gelernt, wenn der Reis stärker poliert wird und dementsprechend weniger des Reiskorns verwendet wird, schmeckt der Sake weniger herzhaft und dafür fruchtiger. Polished more, so less of the rice is used, then there's less umami flavor and more fruity aromas in the sake, correct? Absolut. And usually the sake where you use less und Sake aus stärker poliertem Reis gilt als hochwertiger, ist das richtig? Genau. More refined, is that right? Yeah. Ginjo-sai. Ja, Sake der Kategorie Jinjuju zum Beispiel hat einen Poliergrad von 60%, schmeckt fruchtig und sehr clean. Has fruity aroma and very clean taste. Yeah. And that also tells you that there's a wide es gibt sehr viele verschiedene Spielarten des Sake. Wo fängt das an? Wo hört es auf? Was kann man schmecken, wenn man Sake trinkt? Of aromas in sake? What can you taste when you taste sake? Sake berry, nun, zunächst gibt es Sake mit und ohne Kohlensäure, milchig oder gereift. Aha, also so wie beim Wein, like Schaumwein oder nicht, gefiltert oder nicht. And the one without, and you get stuff that is filtered, I guess, and one that is unfiltered. Aged sake. Gereifter Sake ist ähnlich wie Sherry. Aha, gereift in Fässern? Manchmal, meistens, aber in der Flasche oder in einem Tank. Stainless tank. Yeah. But ist das Standard, gereifter Sake? Sake to age it, because I learned that not much of sake is actually aged. Most of it is consumed right after production. Usually sake. Meistens wird er ein Jahr nach der Produktion getrunken. Gereifter Sake ist mindestens 3 Jahre alt. Aged sake is more than 3 years. Okay. Aged 3 years. Yeah. And wie schmeckt er dann? Yeah, like a Madeira, wie Sherry. Aromen von Honig, aroma, getrockneter Feige. Like honey, manche Leute sagen sogar wie Sojasauce. So, some people say the soy sauce. Okay. Wir haben hier im Podcast eine Episode über Naturwein gemacht, also Weine ohne Zusätze, spontan vergoren. Jemand hat mal zu mir gesagt, wenn man einem Europäer sagen sollte, wie Sake schmeckt, wäre das nächstbeste Geschmackserlebnis vielleicht Naturwein. And somebody told me that wenn man einem Europäer sagen sollte, wie Sake schmeckt, wäre das nächstbeste Geschmackserlebnis vielleicht Naturwein. Sind Sie einverstanden? Yes. Mein Eindruck war, dass Speisen, die in Japan zu Sake gereicht werden, oft recht intensiv gewürzt sind. Was passt denn wirklich gut zu Sake? So, we think sake is a kind of ja, wir vergleichen Sake gerne mit Naturwein. Da gibt es durchaus Überschneidungen. Naturwein passt gut zu Gemüsegerichten und Speisen, die keine zu starken Aromen aufweisen. Sake passt ebenfalls gut dazu, auch zu Fisch. Not strong taste dishes. So Sake also good for vegetables, fishes. Sake hat nur eine geringe Säure und eine leichte Süße. Er ist nur ein Fünftel so sauer wie Wein, also passt er gut zu Tofu, Gemüse oder Fisch. Und was die europäische Küche angeht, Käse. Yeah. So Sake's flavor is good for tofu and vegetables and fishes. Mm-hmm. And European foods, we think cheese is good. Mm, okay, interesting suggestion. Cheese hat viel Umami. That's true. Yeah. Stimmt. Yeah. Also alles mit viel Umami ist ein guter Begleiter zum Sake. Zum Beispiel Iberico-Schinken. Oder Oliven. Or something like that. Yeah. Wann trinkt man Sake denn? Vor dem Essen? Nach dem Essen? Is it before? Is it during meals? Is it after meals? As a digestive? Yeah, usually Sake ist perfekt als Appetitanreger, als Aperitif. Jinjo-Sake ist ein sehr guter Aperitif. Sehr aromatisch und gleichzeitig smooth. Ginjo-style sake. Very, very fragrant, green style is good for... Den haben Sie vorhin schon mal erwähnt. Where you use, Da werden 70% des Reiskorns verwendet. Quite highly polished. Aha. So, dagegen hat Jinmai-sake stärkere Umami-Noten und passt daher besser zu Rindfleisch, Fisch und so weiter. Jinmai is good for main dishes, beef, fishes, etc. So you would suggest having sake before a meal? Sie würden also vorschlagen, mit Sake den Magen zu öffnen. And get the stomach ready for food? Is that wird Sake so in Japan verwendet oder gibt es auch noch andere Gelegenheiten? Or are there any other occasions where you would have sake? Historisch betrachtet wird Sake als Geschenk an die Götter verwendet. Man sieht also in Schreinen häufig Sake als Opfergabe. See the many
sake casks in the shrines. Mm-hmm, yeah, I see. So es wird als etwas Wertvolles dargeboten. Because it's something precious. Right. Yeah. Sake wird aus Reis gemacht und Reis ist lebensnotwendig. Daher ist Sake etwas Besonderes. Sake is a very special drink. And when you go out with friends, und wenn man mit Freunden ausgeht oder etwas isst oder auch nicht, trinkt man dann Sake in Japan, so wie man in Europa ein Bier oder einen Cocktail in einer Bar trinkt? Sake would also be consumed just like in Europe maybe people would go out for a beer or a glass of wine with a friend, just to drink basically. Yeah. Man geht dann vielleicht in ein Izakaya, also eine Art Pub, in der hauptsächlich Sake serviert wird. Dazu kleine Speisen. Like a pub maybe? Pubs. Ja, Japanese pub. Ja. Ah, also man sitzt, man trinkt und Sake spielt die Hauptrolle. Maybe. But the main event is having sake with a friend, right? Ja. Okay, I see. How do I find wie finde ich den richtigen Sake? In einem Laden oder Online-Shop, der auf Sake spezialisiert ist, gibt es sicher sehr viel Auswahl. Wo sollte man anfangen als Laie? What would you suggest for someone who just gets into sake? Where to start? Yeah, we recommend ich würde immer einen Junmai Jinjin zum Einstieg empfehlen. So that's kind of like das ist so eine mittlere Qualitätsstufe, oder? Darüber gibt es noch eine weitere Qualitätsstufe. Where you only use 50% of the grain, but this is pretty good already, right? Daijinjo is der Reis für Daijinjo wird noch etwas mehr poliert, aber dann wird es auch sehr teuer. So Junmai Jinjo is maybe for beginners. Also fangen wir mit etwas einfacher an. Okay. And it says und on the bottle, Junmai Jinjo steht auf der Flasche. Okay. Na, das so sollte man hinkriegen. The cliché about ein Klischee über Sake ist, dass er warm getrunken wird. Wow. Viele Europäer fragen sich vermutlich, warum. Aber wenn man darüber nachdenkt, viele Aromen treten natürlich in einem warmen Getränk stärker hervor. Und man trinkt warmen Sake vor allem, wenn es kalt draußen ist. And I think mainly you drink the warm sake when it's cold outside, right? Yeah. Before 1970, vor 1970 trank man Sake vor allem warm, etwa 40 bis 45 Grad. 40 to 45 degrees. Gar nicht mal so warm. Da treten Umami und Süße besonders hervor. Sweetness and umami. Right. Die Säure tritt in den Hintergrund. And the sweetness and the umami comes to the front. Es gibt verschiedene Arten Sake-Schälchen. Braucht man spezielle Sake-Schälchen, um Sake wirklich zu genießen? Or is it okay to just use my little cups that I have? Yeah. Weinglas. Ein Weinglas funktioniert auch. Ein kleines am besten. So, Bourgogne style. More small glass. Yeah, a small one. More smaller one that I have actually a water glass here on my table. Yes, and this is just a normal wine glass. So it's a smaller one. Maybe one also that I vielleicht auch ein cherry glass, right? Because you mentioned cherry earlier. Yeah. Ja, das würde auch gehen. Also okay. Oh, we're just looking here at the wine bar. Maybe wir sitzen hier an der Weinbar. Vielleicht haben die hier sowas. okay. Yeah, but in Japan, aber in Japan gibt es sehr unterschiedliche Schälchen. Manche sehen aus wie kleine Schüsselchen, aber auch welche aus Holz, die viereckig sind. I don't know, little bowls. Bowls, yes. Yeah. And there were also wooden square ones. Mas. Yeah. Oh. Sie heißen Masu und sind normalerweise aus Zedernholz. Yeah. I had one. Ich habe mal eine benutzt und musste sehr aufpassen, dass ich mich nicht bekleckere. Das ist nichts für Anfänger. To be honest. Yeah. I'm guessing you've seen this before. Europeans trying to drink out of a square cup. Please drink from corner. Man muss aus den Ecken trinken. Somebody has to. Ja, das muss einem jemand sagen. It's not that easy, but why is there? Wo kommt das her? Ist das wegen des Geschmacks oder etwas Historisches? Does it have to do with the taste? Does it alter the taste or is it a historical thing, a traditional thing? Ja, gute Frage. Masu werden aus Zedernholz gemacht, dessen Aroma vielleicht gut zu Sake passt. Cedar trees. So this flavor is good for sake. Okay, so the flavor of the wood complements the sake. Also I saw something im Internet habe ich gelesen, dass großzügige Barkeeper ein Sake-Schälchen in ein solches Holzkistchen stellen und dann gießen, bis das Schälchen überläuft und das Kistchen auch voll ist. Zwei für eins. And then they pour the sake cup full and then when it spills over it also fills the other thing, so you get two for one basically. So that's kind of nice. So drink fast from genau, man trinkt dann erst das Schälchen aus und dann das Masu. Well, I'm guessing that I would definitely spoil myself if I tried that.
Usually also sake is Sake wird in Flaschen gekauft, aber oft in Karaffen umgefüllt. Hat man dann ein Set aus Karaffen mit Schälchen zu Hause? Transferred into smaller carafes, right? Into other bottles, like special bottles. Do usually people in Japan have a set at home, so like a sake bottle and maybe cups that go with it? Is that something that usually there's in households, they have that? Or is that more of a special occasion thing? Usually at home we bought box, zu Hause benutzen die meisten Leute Sake aus der Box, die 720 Milliliter fasst. 720 Milliliter of sake. Mm-hmm. Okay. And then you fill und dann füllt man den Sake um und kann ihn im Wasserbad maybe erwärmen. And then you can warm it in warm water. Yes, when you drink it warm. Yeah. But aber insgesamt ist der Sake-Konsum zurückgegangen, oder? So many people drink warm sake anymore as they used to. They used to do it back in the 70s, but not anymore. Ja, heutzutage trinkt man ihn jedenfalls eher kalt, um die 10 Grad warm. Okay, so quite cold. So, I mean, obviously, in ihrer Welt spielt Sake natürlich eine große Rolle, aber im modernen Japan insgesamt? Sake plays a big part, but what would you say in contemporary Japan? How important is sake today compared with maybe other beverages like European wine or beer or whiskey also I think is big in Japan. So I said sake use rice. Reis ist weiterhin ein Grundnahrungsmittel. Sake hat daher immer noch eine besondere Rolle in der japanischen Gesellschaft und Geschichte. Wenn der Reis im Herbst geerntet wird, wird der Sake produziert und den Göttern geopfert. Rice and people made the sake and people give sake to God. And tied God and people and people each other. But today, aber wenn junge Menschen ausgehen, trinken sie Sake? When they go out to dance or something like that, would they have sake? But zu einer Hochzeitszeremonie in einem Schrein gehört Sake immer noch dazu und spielt eine wichtige Rolle. Sie trinken dann aufeinander. Yeah, I see. Still a sacrifice. Sake hat also eine Rolle in der Tradition or traditional kind of thing to have. Okay, very well. What do you think? Will sake take over Europe? Wird sake Deutschland erobern? Because you mentioned earlier that people in Europe usually don't know much about it. Yeah. So this time we are going to. Wir sind gerade in Düsseldorf und veranstalten viele Sake-Events in Supermärkten und Restaurants. Die Menschen trinken zwei verschiedene Sorten Sake und genießen es hoffentlich. Menus with sake. Mm-hmm. So European people love sake. And enjoy sake. So what you're saying is, Sie wollen mit solchen Events like dafür sorgen, dass Deutsche sich in Sake verlieben? Yes. Ask more about sake and maybe get us to fall in love with it. Yes. Yeah. Yeah. We have a sommelier connection. Wir arbeiten dazu auch mit internationalen und französischen Sommeliervereinigungen zusammen und bilden die Sommeliers aus. We collaborate together the sommelier educations. So basically, you get the professional, so dass sie den Kunden auch mal einen Sake anbieten. Yes. About sake and maybe suggest to them, okay, so today maybe don't have wine from grapes, but maybe have sake. I see. Well, I would okay. Say kanpai, but ich würde ja Kampai sagen, aber es ist noch ein bisschen früh am Tag. Wir trinken daher Orangensaft und Wasser. Aber ich werde Sake probieren, sobald ich kann. Danke fürs Gespräch. Thank you very much for the interview. Sehr gerne. Und danke euch, dass ihr dieser Episode von Brunch eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Schaut doch mal nach, was ihr noch so im Feed findet. Wir freuen uns. Und wenn ihr den Podcast mögt, dann folgt ihm oder empfehlt ihn euren Freundinnen und Freunden weiter. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören. Genießt die Zeit. Am meisten Spaß macht Brunch, wenn man ihn mit netten Leuten teilt. Erzählt heute jemandem, den ihr kennt, von diesem Podcast. Danke.